Sehr verehrte Präsidentin, sehr verehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrte Herr Nationalräte, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier Ihnen das neue Geldspielgesetz und die Netzsperren in gut 10 Minuten vorstellen zu dürfen. Ich werde nur vorstellen, die letzte Folie, die Folie über die Bewertung, die werde ich nicht erklären. Das ist ja dann gerade der Inhalt der Diskussion, dieses Pro und Contra. Am Montag, als ich am Kiosk stand und ich dann den Blick gesehen habe und dann stand, wir wollen Lotto, und zwar live, habe ich gedacht, ja, das Thema ist jetzt wirklich prominent im Moment. Also Lotto ist ein Thema, das uns jetzt wirklich bewegt. Wir haben den Rekord oder den großen Jackpot von 64,3 Millionen. Sie können heute noch darum spielen. Damit habe ich das Thema schon eingegrenzt. Es geht um Geldspiele, also diese Lotterien und Sportwetten, und es geht um Netzsperren. Da haben Sie schon einiges darüber jetzt vorhin gehört. Wie ist der Startpunkt? Ein wenig ausholen, und Sie sehen hier, am 11. März 2012 wurde über eine neue Verfassungsnorm abgestimmt, über den Bundesbeschluss, über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke. 87% Ja-Stimmen, alle Stände dafür, also ein ganz klares Ergebnis. Und was wir jetzt machen, das Geldspielgesetz, ist eine Umsetzung dieses Verfassungsauftrags. Botschaft des Bundesrats im 2015, wir haben einen Beschluss des Ständerats im Juni 2016. Dort vielleicht für die heutige Veranstaltung wichtig, Netzsperren wurden diskussionslos genehmigt, verabschiedet. Also es gab keine Diskussionen darüber. Gehen wir zurück zu der Verfassung bzw. zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Wichtig, Sie werden dann noch verstehen, warum, ist 106 BV sieht keinen freien Markt vor für Geldspiele. Also es ist nicht ein freier Markt. Sie haben den Absatz 2, der sagt, im Bereich der Spielbanken soll es Konzessionen geben. Im Moment sind es 21. Absatz 3, der sagt, im Bereich der Grossspiele, das sind eben das Lotto und Sportwetten, dort können die Kantone weiterhin Monopole vorsehen. Und dann wichtig eben der neue Absatz 4 und sagt, ja, diese Grundentscheide, die sollen jetzt neu auch im Online-Bereich gelten. Absatz 5, Ziel eigentlich der Norm, Schutz der Spielerinnen und Spieler. Absatz 6, geht es um die Erträge. Man kann eigentlich das Sinn von Absatz 5 und Absatz 6 etwas verkürzt so zusammenfassen. Wenn Spielerinnen und Spieler schon spielen um Geld, dann sollen sie dies in einer geschützten und kontrollierten Umgebung tun, und wir möchten sicherstellen, dass die Erträge aus den Spielen für gemeinnützige Zwecke in der Schweiz verwendet werden. Es geht dabei jährlich um etwa 950 Millionen Schweizer Franken. Jetzt wenden wir uns dem Online-Bereich zu. Wie ist das heute? Heute haben Sie Spielbankenspiele, die verboten sind. Sie haben dementsprechend keine Maßnahmen im Geldspielrecht, in den verschiedenen Gesetzen, keine Maßnahmen, die das Geldspiel im Online-Bereich irgendwie durchsetzen, um das Recht durchzusetzen. Also keine Maßnahmen. Was hat dies für 2017 für Folgen? Eine Studie der Universität Bern schätzt, dass schweizerische Spieler auf ausländischen Seiten etwa 250 Millionen Franken Bruttospielertrag generieren werden im Jahr 2017. Und diese Forscherinnen und Forscher schätzen, dass dieser in Anführungszeichen illegale Online-Markt pro Jahr um knapp 14% wächst. Ein Rechtsvergleich zu Netzsperren. Wir haben 16 von 28 EU-Mitgliedstaaten kennen solche Netzsperren schon.
Beispiele Frankreich, Dänemark, Italien, Portugal, Spanien. Und wir haben positive Erfahrungen mit den Netzsperren, zum Beispiel in Frankreich, aber auch in Belgien. Kommen wir zum Geldspielgesetz. Dort sind eben Netzsperren vorgesehen. Diejenigen, die das nachlesen wollen, sie finden das im 7. Kapitel bei den Artikeln 84 bis 90. Jetzt möchte ich Ihnen kurz darstellen, wie das Dispositiv funktioniert, das sich der Gesetzgeber oder der Bundesrat hier vorgestellt hat. Also Sie haben einen Spieler, das ist jetzt grün, ein Computer, kann auch ein Handy sein, und Sie haben einen ausländischen Anbieter 1. Dieser ausländische Anbieter, der lässt Schweizer, also Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, lässt er spielen. Jetzt will der Schweizer oder die Schweizer, der Spieler will spielen, geht zum Provider. Der Provider konsultiert die schwarze Liste, die von den Aufsichtsbehörden generiert wird. Das funktioniert gleich wie im Bereich der Kinderpornografie heute. Die Zugangsprovider, die verwenden eine Liste, welche sie im Bereich Kinderpornografie von der COBIG erhalten. Die Sperre erfolgt automatisiert. Also das ist relativ einfach und relativ schnell handhabbar. Also sie konsultieren die schwarze Liste und diese Anfrage wird gesperrt. Also ich kann von meinem Computer aus nicht zu diesem ausländischen Anbieter, nicht auf dessen Seite gelangen. Ich werde umgeleitet auf eine Stoppseite, eine behördliche Stoppseite. Jetzt gibt es noch einen zweiten Anbieter. Das ist jetzt der Grüne, das ist der ausländische Anbieter 2, welcher auch Geldspiele online anbietet im Ausland, aber er schließt Personen mit Wohnsitz in der Schweiz vom Angebot aus. Wenn Sie jetzt zu diesem Geldspielanbieter wollen, dann haben Sie eine Art, wie im Bereich E-Commerce, die rote Linie ist innerhalb des ausländischen Anbieters und auch dort können Sie nicht spielen. Hier haben Sie die sogenannten präventive Wirkungen, die sich gezeigt hat in Frankreich vor allem. Es hat sich gezeigt, dass die Mehrheit der großen und seriösen Veranstalterinnen schließen heute Personen mit Wohnsitz in Frankreich vom Spiel aus, weil sie fürchten um ihren guten Ruf und wollen deshalb nicht auf einer schwarzen Liste aufgeführt werden. Also eine präventive Wirkung. Die Grünen muss man nicht sperren, weil sie präventiv selber Schweizerinnen und Schweizer nicht zulassen. Die Wirkung der roten Sperre, also dieser roten Balken, Sie können sich vorstellen, das ist wie ein Viehzaun, oder? So ein Draht. Der Bauer stellt einen Zaun bei seinem Grundstück auf. Er will, dass Leute, Spaziergänger nicht über sein Feld spazieren. Sie können problemlos diese Sperre umgehen. Sie können unter dem Zaun durch, über den Zaun durch. Faktisch werden die meisten Leute diesen Zaun aber beachten. Das heisst, die Sperrwirkung, wie wir sie uns vorstellen, wirkt faktisch als Warnung. Die Spielenden werden auf die Illegalität des gewählten Spielangebots hingewiesen und auf der Stoppseite haben sie Angaben zu bewilligten Angeboten. Oder das andere, jetzt das Gleiche noch einmal erzählt in einer weniger grafischen Darstellung. Also wie läuft das ab? Der erste Schritt, die Aufsichtsbehörden eruieren, vor allem aufgrund von Meldungen, ausländische Geldspielseiten, welche schweizerische Spielerinnen und Spieler zulassen. Dann sucht man Kontakt mit diesen Seiten. Nach Möglichkeit. Viele von ihnen werden freiwillig dann, wenn sie hören, dass sie sonst auf die schwarze Liste kommen, werden sie Schweizerinnen und Schweizer vom Spiel ausschließen. Diejenigen, die das nicht machen oder die man nicht gefunden hat, mit denen man nicht Kontakt herstellen konnte, dort wird eine Sperre verfügt durch die Aufsichtsbehörden. Das passiert mit einer Publikation im Bundesblatt. Die Sperrliste wird entsprechend aktualisiert und die Provider verwenden die aktualisierte Sperrliste. Im Moment, im Gesetz steht das nicht,
Aber im Moment für die Verordnungen sehen wir vor, dass wir eine DNS-Sperre verwenden würden. Also wie man die Sperre umsetzt, wird jeweils nach dem aktuellen Stand der Technik geregelt. Das wird in der Verordnung festgelegt. Sicherungen für die Internetzugangsprovider. Es gibt einen generellen Haftungsausschluss und Sie haben auch Einsprachemöglichkeiten, wenn Sie sagen, die Sperre würde bei Ihnen zu unverhältnismäßigem Aufwand führen. Für die gesperrten Veranstalterinnen gibt es vollen Rechtsschutz. Zuerst ein Einspracheverfahren, dann ein ordentliches Beschwerdeverfahren. Und wer gibt jederzeit die Möglichkeit des Delisting? Man kann aus der schwarzen Liste entfernt werden, zum Beispiel, indem man sicherstellt, dass Schweizerinnen und Schweizer, also Spielerinnen und Spieler mit Wohnsitz in der Schweiz, auf dieser Seite nicht mehr spielen können, dann wird man wieder von der Liste entfernt. Sehr verehrte Damen und Herren, das war mein kurzer Input. Nochmals, das Geldspielgesetz sieht Netzsperren vor. Und wir machen das, um den Verfassungsauftrag umzusetzen. Ohne Netzsperren, ist die Überzeugung des Bundesrates, wäre die Regulierung nicht durchsetzbar und damit nicht glaubwürdig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.